So, es ist soweit. Die Vendetta zur totalen Vernichtung vom letzten Spiel. Heute auf 3000 Punkte aufgeblasen. Wir haben das Gelände schon aufgebaut. Also vom Stadtgelände, vom Zerbomben geht es über so ein bisschen in eine Waldlandschaft. Wir starten auf die zwei langen Seiten, weil wir einfach gesagt haben, wir haben dann ja, gleiches Recht für alle quasi. Dann gehen wir gleich zur Armeevorstellung. Ich fange mit meinen Grey Knights an. Klarerweise bei mir, Oberhäuptling, ist der Drago angeschlossen an einen 5-Mann-Balladin-Trupp mit einem Nemesis-Banner, 4-mal helle Bade, einmal Flammenwerfer, einmal Psi-Bolter. Und Apothekaris natürlich auch, klarerweise. Dann der zweite Balladin-Trupp, dem angeschlossen, ist der Meisterschaftsgrad 3 Librarian mit Sturmbolter dazu gekauft und Libera Demios, oder wie heißt das Ding? Dominicum, genau, dass er quasi plus 1, plus eine Fertigkeit aus der Dämonologie erwürfen kann. Da sind drinnen einmal der Apothekarius mit Hammer, dann zweimal Schwert und zweimal helle Bade, wieder einmal Psi-Bolter und einmal Flammenwerfer. Dann ja, dann gewissermaßen mein dritter HQ ist der Inquisitor in Terminatorenrüstung, oder Maleus klarerweise, mit Psi-Bolter und Dämonenhammer und dreimal Servus-Kals aufgewertet zum Psioniker, fluffmäßig halt, na, wie sich's gehört. Dem angeschlossen sind, also er ist angeschlossen an 6-Mann-Trupp Terminatoren mit zweimal Schwert, viermal Hammer und einmal Flammenwerfer. Dann der zweite Standardtrupp sind 8 Terminatoren mit 4-mal helle Bade, 4-mal Schwert und Psi-Bolter im Land Raider. Dem Land Raider habe ich dazu gekauft an Multimelter. Dann im Sturm einmal der Flieger mit Hurricane Bolter und Melter und Stuka. Und hat der einen Locator Beacon? Ich kann es jetzt gar nicht sagen, ich glaube, der hat einen Locator Beacon nach. Dann in der Unterstützung zweimal Nemesis Knight mit allen Bipapo, sprich Teleporter, dann Psi-Bolter, Flammenwerfer, einmal mit Schwert und einmal mit Hammer. Und dann dritte Unterstützung, dann Elite ist der Dread Knight mit zweimal Autogun und meine blonde Schönheit, meine Assassine, ja, halt so mittelrot blond, nicht so wie man halt so schön sagt. Meine Assassine, die wird dann versuchen, so ein bisschen da wüten. Gut, das sind 3000 Punkte, man möchte es nicht glauben, das sind nur 3000 Punkte, Grey Knights. Und das sind 3000 Punkte Chaos Missiles. Gut, dann starten wir gleich mal. Okay, angeführt wird das Ganze wieder vom Herrn Asuramandos. Der hat schon ein bisschen die Psi-Kräfte ausgewürfelt. Er hat, was war das nochmal? Moralwert-Test für alles, was du machen willst. Minus 1 Moralwert und Moraltest zu kurz. Und Unsichtbarkeit. Sei zweiter Mann, wegen dem Wettmachen der Schande sozusagen. Ein Fleck auf meiner Ehre wird einen Fleck auf seinen Ehre ergeben. Und wer ist besser für Flecken auf Ehre zu machen als Typhus und Nörgel im Allgemeinen? Der das, irgendwas Gabe des Nörgels, wo das Verflüssigungsfieber mit minus 1 Stärke, minus 1 Widerstand dabei ist, wenn ich gut würfel. Und DS2-Schablone mit 4 Gift, 15, 12 zur Reichweite. Dann haben wir da dabei eine 3 Nörgelbruten. Dann haben wir 2x 6 solche Marines mit Champion, mit Spielschwert und 2x Plasmawerfer jeweils. Bade in Rhinos mit Geländeausrüstung. Da ist diesmal der zweite Sturmbolter nicht dabei, das ist in Berlin. 2x Nightlord-Trupps mit zusätzlicher Nahkampfwaffen, Veteranen des langen Krieges. 2x Melter, Champion mit E-Faust, Kombi-Melter. Das haben wir 2x. Dann haben wir da noch eine Biker mit 2x Melter, Chef mit Melter-Bomben-E-Schwert. Ein Cyborg mit Plasmakanone, E-Faust und Kombi-Bolter. Meinen Trusty Helldrake. 2x Vindikatoren mit zusätzlichen Bolter und Bulldozer-Schaufel. Und das Wichtigste, was ich heute ausprobieren möchte, solchen Zombies, die von Kultisten von Typhus freigeschalten werden. 26 solchen Zombies, 26 solchen Zombies und 30 solchen Zombies. Also nur. Nur. Das ist der Demagoge bei denen. Das ist der Demagoge bei denen. Und Papa Nazi ist der Demagoge beim großen Trupp. Mhm. Gut.
dann in diesem Sinne, ja, Psykräfte, Librarian habe ich leider noch nicht ausgewürfelt, das habe ich vergessen, das muss ich jetzt gleich machen. Der Herr Inquisitor hat sich die Unsichtbarkeit erwürfelt, das ist nicht unpraktisch, würde ich sagen. Gut, dann, wir spielen heute zwei Missionen, ewiger Krieg vernichtet die Xenos, das ist irgendwie nicht passend, aber wir ändern das einfach auf, hallo René, wir ändern das einfach auf vernichtet das Chaos, was war das zweite, was wir im Maelstrom erwürfelt haben, irgendwie das geheime Missionsziele, geheime Missionsziele, also die sind furchtbar, genau, also Missionsziele sind geheim, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Gut, dann würfeln wir den Rest raus, stellen uns auf und dann melden wir uns wieder nach der Aufstellung. So, die Aufstellung steht. Kurz, er hat sich erwürfelt, er kann mit 3 Einheiten infiltrieren und hat sich gedacht, er wird das gleich mit den Seuchenzombies machen. Das Problem ist, ich habe da einen Servus-Kall, da einen Servus-Kall und da oben einen Servus-Kall. Und der Rest ist mit Line of Sight abgedeckt, das heißt, er hat seine Seuchenzombies da her infiltriert. Ja, ist egal. Ist wurscht, aber für das ist egal. Gut, starten wir. Mein Land Raider mit die 8 Thermis kommt da im Eck. Die 2 Ritter stehen da, ein bisschen aufgefächert. Und mein Duckerbot steht da drin im Gebäude. Der wird jetzt dann versuchen, ein bisschen die Rhinos zu knacken, bevor sie in meine Höfe kommen. Und er hat sich ja in der breiten Masse über die ganze Länge in Wirklichkeit aufgefadert, schweres Geschütz da unten im Eck, sein Chef da oben und meine Assassine ist daher infiltriert und ja, die wird jetzt dann ja, mit der neuralen Schredderpistole gleich mal reinholzen. Gut. Ja, dann stellen wir gleich mal die Initiative auf die Live. Jawohl, innen geklaut. Nix. Wenn er glostisch gewesen war. Gut, dann würfel ich gleich mal auf meine Reserven, weil ich spiele eine Nemesis Strike Force. Das heißt, ich darf zu Beginn meiner ersten Runde auf die Reserven würfeln und ich darf dann schießen und mich bewegen oder zuerst bewegen und dann schießen. Das ist dann, wie die machen es. Gut, ich würfel als erstes, auf wen würfel ich als erstes? Auf meine Terminatoren mit dem Inquisitor, der muss aufs Feld. Ja, die kommen natürlich nicht. Dann auf den Librarian. Der Librarian, der kommt. Und zuletzt der Drygo mit seiner Paladine. Die kommen auch. Sehr gut. Dann schauen wir mal, wo ich die hinstelle und dann machen wir natürlich das Schocken wieder live und dann machen wir die erste Runde Greenhands. So, dann würfeln wir die Abweichung von meinen Paladine. Ich habe da die Servus-Kals, wie ihr alle wisst. Für alle, die es nicht wissen, im Umkreis von 12 Zoll um die Servus-Kals schocken meine Truppen nur an W6, das heißt maximal 6 Zoll. Ich würfel als erstes für den Librarian. Der kommt zum Subpunkt genau und dann für den Raigo. Der weicht in die Richtung ab, so wie ich gesagt habe. Wie weit? 2 Zoll, ja, der landet natürlich genau drin. Ja, das. Also der steht auf jeden Fall. Genau da. Ja, schön. Gut, der landet genau da. Das heißt, Ich stelle mal die Paladine auf und dann mache ich mal den gefährlichen Geländetest, wenn ich weiß, wie viel wirklich drinstehen. Ich habe jetzt da die Paladine platziert. Es stehen da Drygo und 3 Thermis im schwierigen Gelände. Der Drygo ist rot. Anna, geht zur Seite, Anna, geht zur Seite. Nix, passt. Passiert nix, die kommen. 3 ist es, oder? 3, ja. Ach so. Verzeihung? Eins. Nix passiert. Gut. Dann erste Runde Grey Knights. So, erste Runde Grey Knights vorbei. Und eigentlich ganz gut aufgegangen. Psy-Phase war ein bisschen ein Versorger. Was habe ich durchgebracht? Ich habe den Herrn. Das habe ich nicht geschafft. Wir haben einen 4er Retter, den habe ich durchgebracht. Und ansonsten habe ich nichts durchgebracht. Und dann habe ich mit dem Beschuss von den
von den zwei Clubs seine Bikes ausgelöscht und dadurch einen Siegespunkt ergattert. Nein, sogar zwei Siegespunkte, weil ich habe eine Einheit vernichtet, die gesehen hast. Dann habe ich da mit meiner Assassine einer geflamed mit Durchschlag 2 und habe ihm tatsächlich einen Kaiborg weggeballert, was nicht unpraktisch ist. Dann habe ich mit den Herren da vorgeschossen. Das hat an und für sich ganz gut funktioniert bei den ersten drei oder vier Zombies. Und dann ist der Typhus in der ersten Reihe gestanden, der hat klarerweise mit seinen zwarer Rüster alles gefressen. Dann habe ich mit meinem Duckerbot auf sein Rhino hergeschossen, habe einen Volltreffer durchgebracht, das heißt, das Fahrzeug darf jetzt nur Snapshot in der nächsten Runde. Dann, was ist weiter passiert? Mit ihm habe ich da noch ein paar von seinen Typen ausgeschossen, von diesen solchen Zombies. Hab dann mit der Macht, haben wir 6 Zoll mit dem vorbewegt und mit der Macht des Maschinengeistes und mit der normalen ballistischen Fertigkeit seinen Rhino da drüben auf einen Rumpfpunkt runtergeschraubt. Korrigiere, du hast nur das Fahrzeug ist insgesamt gekillt, da ist keiner gestorben. Ah, genau, da ist keiner gestorben. Das ist keiner gestorben. Okay, gut, und mehr war es bei mir nicht. Also jetzt in dem Fall 3 Siegespunkte gemacht, das First Blood habe ich gemacht, dann auch Missionskarten erfüllt und einmal eine feindliche Einheit vernichtet wegen vernichtet das Chaos. Oder Xenos oder wie auch immer. Gut, dann machen wir erste Runde Chaos. Erste Runde Chaos. Markus, bitte sag gleich selber, was du gemacht hast. Geh mal von. Underwhelming. Psykräfte ist zwar nicht durchgegangen, die sind unsichtbar. Die sind ausgestiegen, weil der kann sich ja nicht bewegen und nicht schießen. Haben es leider geschafft, mit dem Meltdown noch keinen Anzug umzubringen. Gestorben sind sie eigentlich nur durch Plasma-Beschuss von den Kaivox und dem Cybot. Beziehungsweise der hat eh keinen umgebracht, das war nicht nur die Kaivox. Da haben die solchen Marines einen gekillt und den Apothekarius einen Lebenspunkt gezogen. Chaosboten sind aufgerückt, die haben ein bisschen immer geschossen, nicht wirklich was gemacht, das Ganze bewegt sich da ein bisschen. Die sind in Deckung gefahren und der Land Raider hat entschlossen, dass er seine Sturmkanone verlieren möchte und 3 Höhenpunkte und ab sofort lahmgelegt ist. Jo, das ist nervig. Ja, das ist recht praktisch. Das ist wirklich nervig. Ja, das ist Vindikatoren und Land Raider. Das hätte viel schlimmer kommen können, sagen wir so. Ja, klar, aber in dem Fall ist es einfach nervig. Ja. In einem Wort gesagt. Genau. Okay, ich würde sagen. Das war's. Er hat gemacht 3 Siegespunkte insgesamt. Ja, ich habe die Missionsziel Nummer 5 gehalten und ich habe Überlegenheit, weil ich 1, 2, 3, 4 Missionsziele halte und eher keines aktuell. Damit habe ich W3 Siegespunkte gekriegt und davon 2. Das heißt, insgesamt bin ich jetzt auf 3 Siegespunkte. Gut, das heißt, momentan und ist. Und Luftabwehr habe ich abgeworfen, weil. Ja, das ist in dem Fall klar. Gut. Dann würfel ich gleich mal live auf meine Reserven. Ich habe nämlich noch was draußen. Achso, der Inquisitor, der was nicht kommen will, ist das der? Das ist der faule Sack, was ich letztes Mal auch nicht kommen wollte. Ah, okay. Gut, dann würfel ich zuerst auf meine Terminatoren mit dem Inquisitor. Ja. Der kommt. Und auf meinen Flieger. Ich habe ja noch einen Flieger draußen. Oh ja, stimmt. Und der kommt da. Hello. Perfekt, dann platziere ich wieder meinen Herrn Inquisitor. Und dann kommt natürlich die Abweichung wieder live in Farbe. Und gut. Gut, passt. Dann nächste Runde Grey Knights, beziehungsweise schauen wir mal, wo ich hinschauen kann. Ja, Schocken des Inquisitors, gell? Es war natürlich taktisch, dass der Inquisitor so spät kommt, weil der schockt nämlich daher. Zumindest er wird es versuchen. Ich habe nicht viel Spatze und in Wirklichkeit muss ich mich genau dort hin, muss ich im Prinzip da stehen bleiben, wo ich stehe. Deshalb. Up and away! Bitte komm! Ja! Verdammt! Du ordentlich würfeln, was soll denn der Scheiß? 5 Zoll! 5 Zoll, geht sich das aus? Nein. Warte mal. Also mal Kreisel bilden, weißt du? Ja, das geht sich aus. Wohl, das geht sich aus. Das ist im guten Ball wahrscheinlich, gell? So. Okay. So, das geht sich aus. Da kann ich meine Modelle rundherum backen. Schweinkopf! Ja, was ist? No risk, no Fanta. Gut, dann nächste Runde Grey Knights. So, dann. Nächste Runde Grey Knights. Was ist passiert? Was ist mit dem da? Also, das war der Paladin, der gestorben ist. Gut, was ist passiert? Ich fange gleich da an. Die Typen sind klarerweise ausgestiegen und haben da auf die solchen Zombies umgeholt und haben, glaube ich, 3 getötet oder so.
hat ganz gut gepasst. Der Land Raider hat auf den Windy geschossen, aber nichts passiert. Der tatsächliche Held dieser Runde war mein Flieger. Der ist nämlich reingekommen und hat dann mit Beschuss sein Windy in die Luft gesprengt. Der Windy ist im 5 Zoll Explosionsradius explodiert und hat wie viel? 5 oder so? Er hat 5 Zombies getötet von 22, die er getroffen hat. Ja, genau. Also, aber trotzdem, er hat zumindest gut ausgeteilt. Bin ich zufrieden. Dann ist mein Ritter nach vorn gefahren, hat auf seine Bruten geschossen und dann gecharged. Dieselbe wollten der Drago mit seinem Club machen, die sind aber nicht in Charge Range gekommen. Er steht jetzt noch mit an von diesen Typen da im Nahkampf gebunden. Dann gehen wir rundherum. Hätte man wirklich ein wirklich sehr, sehr, sehr richtig cooles Spielfeld. Gut, dann bin ich da mit meinen Paladine zuerst auf die Herren da geschossen, aber leider nichts getroffen, interessanterweise. Na, grüßt. Gut gerüstet hat er, ja. Es sind nur 4 gestorben oder so, drei? Drei, glaube ich. Drei im Beschuss, einer im Nahkampf. Genau. Und dann, zu guter Letzt, ist noch im massiven Abwehrfeuer der Paladin, was noch einen einzigen Lebenspunkt gehabt hat, der ist dann gefallen. Ah, den Nahkampf da habe ich vergessen, ich Idiot. Müssen wir noch machen? Ja, machen wir den schnell noch. Ja, klar. Gut, ja, ich mache die Runde jetzt trotzdem fertig, den Nahkampf machen wir dann schnell noch. Weil das war nämlich der Nahkampf, um den sich jetzt die ganze Runde gedreht hat. Wenn man, ja, ist wurscht. Dann, der hat da hergeschossen, hat aber nur einen Aussage genommen, glaube ich. Der ganze Club hat ganz gut ausgeteilt, der hat mit Flammenwerfer und Psi-Bolter und dem ganzen Pipapo auf die Herren da hergeballert und hat wirklich, wirklich eine Masse Aussage genommen. 15 circa. Ja, und wirklich gut gepasst. Und mein Duckerbot, der hat, wo hat denn der hingeschossen? Gar nichts gemacht. Auf wen hat denn er geschossen? Auf den Vindicator. Und das genau, der, hat auf dem, der wollte den Vindicator einen Lebenspunkt, einen Rumpfpunkt abschrauben. Und hat es aber nicht geschafft. So, dann machen wir jetzt noch den Nahkampf fertig, Nahkampf noch und dann melde ich mich gleich nochmal. So, meine blonde Schönheit hat leider kläglich versagt. Die hat von ihren 5 Attacken dank Unsichtbarkeit nur einen getroffen und den hat sie nicht verwundert, die Troller. Gut, dann hätten wir es jetzt fertig. Dann, Reserven hast du keine, gell? Doch, wohl, der Flieger. Ja, okay. Es kommt der Drache, der Dragon kommt. Ja gut, das zumindest habe ich Dermis. Passt, der Drachen kommt, dann nächste Runde Chaos. Und noch einmal ein kurzer Nachtrag da zum Nahkampf. Ich bin am Ende des Nahkampfs zurückgefallen. Das heißt, mein Assassine steht jetzt da noch mit 2 Lebenspunkten. Gut. So, zweite Runde Chaos. Und das ist der Friedhof, meine Herren. Das ist der Friedhof. Bitte, Markus. Kommen wir gleich mal da herum an. Er hat überlebt. Sie haben 2 Plasmakanonen gefressen und haben sich dran verschluckt. Der hat sich zurückgezogen, die haben ein bisschen nachgerückt. Das Rainer da mit den Säuglingszombies hat zuerst ein bisschen da geschossen. Den Nahkampf ist er auch nochmal. Ah, genau. Da haben wir mit dem Höllendrachen den Apothekarius ausgeflammt. Dann mit den 30 Zombies, oder es waren glaube ich 25 oder so, gecharged. Die haben 3 Lebenspunkte bei den Paladine ausgeschlagen, was 2 Modelle waren. Mhm. Und selber noch ein bisschen was verloren. Und werden da jetzt ein bisschen Binden anfangen. Nein, ich werde mich außer teleportieren, glaube ich. Sehr wahrscheinlich, ja. Die kombinierte Feuerkraft von Kaivax und Cybot mit Plasmakanone und 2x Plasma auf einen solchen Marines hat da die Terminatoren weggeschossen, bis auf den Hexer, auf den. Den Nahkampf haben wir auch nicht gemacht. Ach, hier ist auch nochmal, ne? Wir sind mal in den Giftsack. Bis auf den Inquisitor. Der Inquisitor ist dann vom netten Herrn Typhus gecharged worden, der von den Selbstsiebwaffen aktiviert hat. Und der hat dann da nochmal durchgesammelt. Jupp. Und ja, die 2 Sachen fallen noch, da haben wir uns ein bisschen vorbewegt. Und nämlich da gar 5 Verwundungen durchgekriegt. Ich hab 5-mal einen Retter gehabt. Hopp, original 4 Fünfer gehabt. Und nur einen mit dem 4er versemmelt. Aber es nutzt recht. Ja, dann gut. Machen wir den Nahkampf noch und da drüben wirst du noch deinen Hund mit dem Hund schlagen. Gut, dann machen wir das schon noch. Also wird es was in der Wohl, ja, so viel am Feld. Gut, machen wir das schon noch. So, heroisch haben sich meine Paladine heute nicht ausgezeichnet. Die haben zwar eine Verwundung gemacht und er hat keine, also sie flüchten gerade. Aber ja, wie gesagt, ich habe einfach wirklich nur. Ich habe nur die Wunden, die ich durchgebracht habe, glaube ich, die ist, glaube ich, da ist er gestorben. Gell? Also wirklich, wirklich eine Katastrophe einfach. Ja, ich kann Rüstung. Ja. Gut, dann da, der Knight hat den Brut vernichtet. Das heißt, der ist jetzt wieder frei für alle möglichen Schandtaten.
Das habe ich von einem Berg. Gut, dann in diesem Sinne. Dritte Runde Granites, genau. So, wir befinden uns in der Psi-Phase und zwar, was habe ich gemacht? Ich habe mir mit dem Drygo aus dem Nahkampf außergebordet und werde mich jetzt daher. Achso, das ist. Das ist jetzt eine gute Frage. Nein, ich stelle mich daher. Das ist zwar ein bisschen vom Regen in die Traufe, aber mein Plan. Nein, gar nichts. No risk, no Fanta. Daher. Ich wusste es nicht. So, wo sind meine Abweicher? Wo ist nur mein Abweichungswürfel? So, der Schock. Ich werde nie wieder einen Link vom Dung anklicken. In diese Richtung, wie weit? Ich habe einen vietnamesischen Freund. 6 Zoll. Das heißt, der sollte noch in Range stehen. Ja. Zieh ein bisschen aus. 6 Zoll, ja genau. Aber er kommt halt im gefährlichen. Er kommt halt im gefährlichen Gelände. Machen wir einmal einen gefährlichen Geländetest. Die 3 passiert nichts. Gut, Drago steht. Passt, dann weiter. Nächste Runde Grey Knights war mehr oder minder erfolgreiche Runde für mich. Ich bin mit Dedo vorgegangen und habe auf die Typen da geschossen, habe ihm 2 außergeschossen, habe mit dem Drago daher gebordet und habe dann daher geballert auf seine Säulen Marines, habe aber nichts passiert. Habe ihn dann eine Einheit ausgeschalten, das war der Rhino da mit meinem Knight. Habe ihn eine zweite Einheit ausgeschalten mit meinem Flieger, das war sein Flieger. Habe dann mit dem Rest auf seinen Rhino hergeschossen, der steht noch mit einem Punkt, ich glaube ich spinne. Habe dann da gecharged und habe ihm quasi im Nahkampf seinen Typen da ausgelöscht. Habe dann mit der Assassine mit meinem Neuralschredder eine geflamed und bin in den Nahkampf gegangen, da hat er mich aber aufmaschint mit Nenner-Dacken. Mit Nenner-Dacken, ja, das. Was willst du machen? Dann habe ich mit dem Ritter im Prinzip das gleiche gemacht wie drüben. Ich habe den Nurgle Marines zum Aussteigen gezwungen. Ja, und das war der ganze Spaß, gell? Würde ich sagen. Der genau, mein Duckerbot hat dann auch noch da aufgehalten, aber der hat blöderweise hat beide Vierer Rüster durch die Ruine geschafft. Gut, das war die dritte Runde der Grey Knights. Dann würde ich sagen, dritte Runde Chaoten. So, nächste Runde Chaos. Mein Apothekari prügelt sich da noch mit dem Typhus. Gut, was ist passiert? Du bist bei der Runde, fang an. Tja, wunderbare Sachen. Im Nahkampf gebunden, was will man Schöneres? Da ist die Paladine weggeschossen, drei ist noch Alarm, hat auch viel überlebt. Der Landrider ist endlich weg, der lästige Typ. Typhus hat die Psi-Waffe aktiviert und hat einmal 2 Paladine und einen Skripta weggekramt. Und vorher hat er noch Blutfieber auf den gezaubert, was mit Verflüssigungsfieber durchgegangen ist. Das heißt, -1 Stärke, -1 Widerstand. Das heißt, ich hätte ihn Auto killen können, aber er hat leider Bade-Retter geschafft mit Bade-Stärke, mit den 2 Stärke 10 Attacken. Weil Zuflucht. Stimmt, genau, das hat er geschafft. Ja, das war die Runde. Und wer weiß nicht, gell? Ein Ding habe ich erfüllt, weil ich eine Ding nachher gekriegt habe. Gut, dann jetzt an nächste Runde. Grey Knights! Wir auch! So, wieder erwartend. Oder was heißt eigentlich, was heißt wieder erwartend? Der Typhus hat mein Apothekari ausgeballert. Entschuldigung. Danke. Der 4 hat aber mein Dreadnought mein Nemesis-Ritter sein Dreadnought verklopft. Ich bin dann mit ihm im Schweber gegangen, weil ich das Missionsziel 1 erreichen muss. Ja, keine andere Möglichkeit. Hab dann mit allem, was ich gehabt habe, auf seine Typen hergeballert. Und jetzt kommt der Oberclou. Ich habe ihn da. Was haben wir da geschossen? Mit der Stuka, glaube ich, ja? Stuka, Maschinen. Ja, ich habe halt einfach mit allen irgendwie geschossen, was irgendwie geschossen ist. Dann Raketen, hat Stuka, Multimeter und Bade. Hurricane Bolter und einer ist gestorben. Ja, und einer ist gestorben, weil das Coole war nämlich, er hat nämlich auf die Schneidige fünfmal den Rüster verbaselt, aber dann jedes Mal den vielen OPing geschafft. Juhu! Gut. Der Duckerbot hat, wie nicht zu erwarten, also wie eigentlich zu erwarten, sein Rider da umgeholzt. Er hat da im Nahkampf eine geholzt.
Der Drago ist da in Charge gegangen und hat da gut was rausgeholzt. Und ja, das war's. Das war die Runde von uns, von den Grey Knights. Und jetzt haben wir die Runde der Chaoten. Der Markus wird schon bewegen. Da kannst du nicht erwarten zu sterben. Sterben? Ja, passt gut. Nächste Runde, Chaos. So. Also langsam bin ich angefressen. Ja. Bitte, Markus. Ja, der nette Herr Psi-Ritter hat sich entschieden zu sterben. Im Plasmafeuer. Da haben wir da einen Rundenpunkt gezogen. Wenn der weiterhin jede Runde alles trifft und alles wundert, ist er in zwei Runden aus den Zombies raus. Ja, ja. Mit ein bisschen Glück tötet Drago in deiner Runde alle Zombies, damit ich meiner wieder drauf schießen kann. Ja. Und ich fahre da ein bisschen durch die Gegend, bin relativ unpost. Landbreaker. Gut, dann machen wir jetzt fünfte Runde der Grey Knights. So, gut, wir befinden uns in der Psi-Phase von den Grey Knights. Ich habe jetzt mit dem Drago Mido dort zur Unendlichkeit gecastet. Ob das eine gescheite Idee wäre, werde ich noch sehen. Ich glaube eher nicht, aber wir werden sehen. So, wohin wäre ich da? In diese Richtung, das ist schon mal nicht schlecht. Wie weit? 8 Zoll. Misst das einmal, dass er. So, der Drago. 8 Zoll. Steht er da. Und zweimal. Das passt. Gut, damit ist nichts passiert. Alles klar, dann geht's weiter. So dann, nächste Runde Grey Knights, was habe ich gemacht? Ich bin da mit dem Bot hergerannt, bin mit dem Flieger da hergeflogen und habe sein Rhino geknackt, habe mich dann da, wie ihr gesehen habt, außer teleportiert und habe auf den da geschossen, habe aber nur einen rausgenommen. Habe dann mit meinem Knight da in der Mitte noch ein bisschen draufgeklopft auf die Herren und ja, mehr ist nicht. Hab dann mit der Macht des Maschinengeistes auf den noch geschossen, aber er schafft heute seine ganzen Retter und Rüster. Das ist eine Katastrophe. Gut, passt dann. Fünfte Runde. Chaos. Chaos. Das Unfassbare ist passiert. Sie haben Drago wieder zurück in die ins Paralleluniversum geschickt. Boah. Und gut, dann. Mit Full Metal Plasma. Ja, ich hab einfach falsch beurteilt. Ich habe alles auf einen Siegespunkt. Beziehungsweise auf W2. Auf 2 plus W3, glaube ich sogar. Ziemlich wilde. Gut, passt, was ist passiert? Ich habe gesagt, da im Beschuss Drago und die zwei Thermis gestorben. Da hat er mit Plasma und allem, was er so gehabt hat, meinen Flieger ins Heck geschossen, hat aber nichts getan. Und zwei Zombies binden und noch. Und zwei Zombies leben da noch. Gut, das war's. Dank und Anerkennung im Namen des Dienstes. Dann geht's weiter. Würfel du gleich aus? Nein, das würfelt da bitte der Willi. Bitte würfel du aus. Was? Magst du einfach meinen? Nimm doch gleich den roten. Gleich den roten. Rot wie das Riegelbuch, das heißt, bitte, es geht weiter auf die 3 Plus. Auf die 3 Plus geht's weiter. Oh, 4, passt, dann gibt es noch eine sechste Runde. Gut, sechste Runde Grey Knights. So, die sechste Runde der Grey Knights. Ich bin mit ihm da reingegangen und hab mit ihm, also er steht eigentlich unterhalb drinnen, halt das Missionsziel und hab da auf die Nörgels hergetackert und hab im Original an ausgeschossen. Dann bin ich mit meinem Flieger wieder aufgestiegen, bin da quer drüber hergeflogen und habe seinen Windy lahmgelegt und es fast geschafft, dass ich ihn zur Explosion bringe. Das hätte super gepasst, aber leider ist es nicht ausgegangen. Das hat einen Linebreaker. Dann habe ich es endlich geschafft, mit meinem Ritter die solchen Zombies da auszunatzen. Das hat mir gleich mal auf die Schneide einen Siegespunkt gebracht. Und ja, zwei Siegespunkte diese Runde. Und ich sage da ganz ehrlich, ich kann momentan nicht sagen, wie viel steht. Irgendwie 15 zu 15 oder zu sowas in ihrer Preisklasse. Ich bin schon gespannt. Gut, dann sechste Runde des Chaos. Der Markus wirkt schon. So Markus, deine Runde, bitte. Buh! Nur ein Lebenspunkt am Flieger. Das Dreadnought, also wirklich alles daneben gegangen, was irgendwie daneben gehen hat können. Ja, kein Wunder da, kein Treffer da. Ja. Gut, passt. Dann, passt. Bitte würfle wieder, ob es eine siebte und letzte Runde gibt. So, gib mir noch eine Runde. Auf die 4 Plus. Jemand wünscht sich eine Runde. Jo. Das heißt, wir würfeln eine 5. Na, das da oben zählt es nicht, haben wir gesagt. Nicht, ne? Wir machen es spannend. Und da gibt es noch eine siebte 6. Runde. Ja, das muss was sein. Gut, passt. Dann Runde 7 Grey Knights. Definitiv die letzte.
Was haben die Greener jetzt gemacht in der siebten Runde? Der ist da auf der Flucht, Hose voll vom Typhus, auf gut Deutsch gesagt. Dann, er ist da in Schweber gegangen und hat den Windy aufgeballert und hat versucht mit der Stuka sich da den Linebreaker von ihm quasi wegzuballern, hat aber leider nicht funktioniert. Er hat mit dem Flamer, na klarerweise, da die letzten drei Zombies weggehatzt und jetzt haben, versucht der Markus noch, meinen Ritter zu killen. Ja, schauen wir mal. Gut, siebte Runde, letzte Runde vom Chaos und ich bin schon gespannt aufs Endergebnis. Oh, letzte Runde Chaos. Was hat er noch versucht? Meinen Ritter umknatzen und meinen Läufer umknatzen. Ist beides nicht gelungen. Wir haben die Punkte schon ausgezählt. Das Chaos hat gesiegt mit 26 zu 21. Voll eine coole Runde gewesen. Wirklich spannend bis zum Schluss. Ich hätte nicht sagen können, ist eigentlich alles, ja, alles gut aufgegangen. Für mich, von meiner Armee, diesmal Model of the Game. Ich muss sagen, ich schwanke zwischen diesen beiden da. Der Ritter hat sie richtig gut ausgeteilt, hat gut eingesteckt. Dasselbe wie mein Flieger, der hat auch wirklich viel vom Feld genommen, hat gut ausgeteilt, jetzt zum Schluss noch den Windy gesprengt. Aber trotzdem muss ich sagen, Model of the Game, definitiv der Ritter. Wieder einmal. Schlechtestes Modell von mir. Wer war mein schlechtestes Modell? Das ist schwer zu sagen. Meine Modelle haben eigentlich alle gut was getan. Der Inquisitor? Ich würde sagen, der Inquisitor-Trupp. Naja, kann man auch nicht sagen. Der Inquisitor-Trupp hat den Seuchenclub da oben fast ausgelöscht. Das ist richtig, ja. Ja, wenn man vom Kosten-Nutzen-Faktor hergeht, ist wahrscheinlich die Assassine das schlechteste Modell, weil die hat im Prinzip nur einen Kyborg ausgeschalten. Aber sie hat einen Kyborg ausgeschalten. Ja, das ist nicht so. Ach, wie geil das klingt. Ja, das ist nicht so. Also, ja, gesagt, Kosten-Nutzen-Faktor definitiv die Assassine, aber möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, die war eigentlich ganz, ganz gut, hat es gut gebracht. Bestes Modell von Markus heute, was war das Beste? Ja, der Typhus. So, absolut, muss ich ganz klar sagen, der Typhus hat heute, weiß nicht, wie viele Modelle vom Feld genommen, hat gewonnen-hittet, hat bei mir durchgeschnitzt, dass leise rauscht. Die Assassine, den Inquisitor, ja. Den Librarian und ich glaube vier Paladine, glaube ich. Ja, also es war wirklich, also der hat wirklich brutal durchgeschnitzt. Schlechtestes Modell von Markus, muss ich heute sagen, das war sein Club da drin im Haus. Wo ist Blödsinn? Der Suramanus. Was hat denn der Suramanus? Der Suramanus, der hat sich die ganze Zeit unsichtbar gemacht. Das macht er. Das passt schon so. Das ist ein Netlord. Und sonst hat der gar nichts getan. Werden. Nein, also da muss, meiner Meinung nach, war der Suramanus mit seinen zwei Kyborgs. Ja, das waren die schlechtesten. Die haben einfach, wie gesagt, die waren zwar das Spiel durch unsichtbar, haben aber in Wirklichkeit genau nichts getan. Na, Blödsinn, die haben ein, zwei Kyborgs, die haben dort bei den Thermis beim Killen mitgeholfen. Ja, genau. Ein bisschen was gegeben. Ja, genau. Da ein bisschen eine Höhepunkte, dort ein bisschen. Was sagst du, was ist das Schlechteste von dir? Ja, passt. Markus, was sagst du, was war von dir für dich bestes Modell deiner Chaos Marines? Also das beste Modell meiner Armee war 100% Typhus. Vor allem im Endeffekt, durch Typhus sind die Seuchenzombies da und die Seuchenzombies haben einfach heute sowas von das Spiel bestimmt. Ja. Dadurch, dass sie einfach die Gefahr sind, dass sie so ein unglaublicher Tappet sind und dass sie einfach hier und da, dass du die wegbewegen hast müssen, damit du nicht reinkommst und wenn du drin warst, haben sie die gebunden. Das war toll. Nicht nur gebunden, sie haben teilweise ein paar Thermis gekillt, das war recht lustig. Ja, genau. Das haben sie wirklich geschafft. Ja. Und sogar Paladine haben sie ausgeschalten. Typhus ist einfach gefahren, der hat wirklich einige Kills gemacht, also der hat seine Lebenspunkte, der hat seine Punkte hundertprozentig eingeholt. Ja. Und durch das Freischalten eben von den Zombies war er richtig gut. Die schlechtesten Modelle von mir waren, boah, das ist echt schwer zu sagen, ich bin nicht der Meinung, dass die waren, weil der ihre Präsenz da drüben und dadurch, dass sie unantastbar waren durch die Unsichtbarkeit und du denen hingetraut hast, haben sie frei agieren können. Das war ganz okay, das ist nicht schlecht. Und am wenigsten Leistung haben wir meine normalen Nightlords gebracht. Das ist ein bisschen short. Die Herren, ja, die ersten waren gleich mal ausgeschalten. Gell? Die ersten waren recht bald, aber die haben ewig durchgehalten, die da drüben. Die, denen das ganze Spiel nichts passiert, die sind mit dem Auto durch die Gegend gefahren und irgendwann sind sie rausgekupft und haben nichts gemacht. Wobei, wohl, nein, nichts gemacht ist falsch, sie haben da mitgeholfen. Den Draigo ausgeschalten. Draigo zu töten, da waren sie dabei. Den Killing Blow haben die Kaiwax gemacht.
Ja. Genau, ein Bolterschuss ist schon gesessen, das stimmt, das war die erste Wunde, die Rego gekriegt hat und da haben wir gewusst, bis los ist und dann haben wir nachgeschossen. Und ja, das war das Spiel. Das war auf jeden Fall ein geiles Spiel. So, bestes Modell von mir, was sagst du? Dein bestes Modell. Greenite. Es war tatsächlich der Ritter. Ja. Er hat ewig ausgehalten, er hat am Schluss dann, er hat mir da mindestens 2 Killpoints verweigert, dadurch, dass ich nicht killen habe können, weil er so viel ausgehalten hat. Mhm. Er hat es sogar geschafft, den größten solchen zwar mit Druck wegzudreschen, er hat zwar ewig gebraucht, aber irgendwann war sie tot. Mhm. Also im Endeffekt, nachdem drei Wochen abgehauen ist. Dazu muss man aber sagen, da ist das meisterhafte Schwert in dem Fall sehr hilfreich gewesen, wenn der Hammer-Typ in Nahkampf, der wird noch immer im Nahkampf stehen wahrscheinlich. Ja. Ah ja, und Typhus hätte theoretisch dann selber die Möglichkeit zu geben, an Nemesis Ritter ja, genau. zu killen, aber es ist leider nicht passiert. Sehr, gut. Sehr cool gewesen. Gut, und schlechtestes Modell von mir, sinnlosestes Modell, wo du sagst? Der Inquisitor, der hat eigentlich, naja gut, außer die Servus-Kals. Also der Typ, die Servus-Kals waren cool. Aber der Typ, der die Unsichtbarkeit gehabt hat, hat damit gar nichts anfangen können. Ja genau, der hat es einfach nicht durchgebracht beim ersten Mal. Wenn der die Unsichtbarkeit durchgebracht hätte, dann hättest du deine Plasmakanone drauflegen können und dann hätte die Sache gleich ganz anders ausgeschaut. Ganz bestimmt, ja. So einfach ist das. Dann hätte der Typhus auch selber machen müssen. Genau, zum Beispiel. Naja, aber zumindest hätte er dann ein paar mehr... Hätte er auch nicht länger gebraucht. Ja, das war der Hammer-Trupp. Da waren 5 Hammer drinnen. Hallo? Naja, da ging halt immer noch 5 Mal retten, viel OP, weil er wirst. Ja gut, das ist ja wurscht, aber das hätte zumindest trotzdem was reisen können. Auf jeden Fall. Ja. Gut, auf jeden Fall absolut geile Runde. Die Vendetta geschlagen. Oh ja. Und wie gesagt, knapp ausgegangen, 26 zu 21 haben wir gesagt, oder 25 zu 21. 26. Knappe Runde gewesen und lässige Runde gewesen. Und ja, wie gesagt, abonnieren, klicken, gell, und dann bis zum nächsten Mal.